Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und in diesem Video möchte ich erstmal weitermachen mit den Fähigkeitskarten. Und als allererstes, bevor es weitergeht, möchte ich mich ganz herzlich bei Hardy bedanken, der als Hintergrundbild für meinen YouTube-Kanal diese wundervolle Collage erstellt hat. Im Hintergrund seht ihr so ein paar GTA-Charaktere, vorne die RDR-Charaktere und ich garantiere euch, sobald GTA 6 draußen ist, werde ich auch GTA 6 Videos machen. Nun kommen wir aber zu den Fähigkeitskarten und wir machen jetzt weiter bei den Verteidigungsfähigkeiten. Und die erste Karte, die wir hier hätten, wäre Freunde fürs Leben. Wenn du auf dem Pferd sitzt, erleidest du und dein Pferd deutlich weniger Schaden. Ist an sich eine super Karte. Kann man natürlich auch mit anderen Verteidigungsfähigkeitskarten gut kombinieren. Allerdings muss man eben dafür auf dem Pferd sitzen. Und sobald man sich eben nicht mehr auf dem Pferd befindet, hat man den Vorteil dieser Karte auch nicht mehr. Das ist für mich... Das ist für mich so eine Karte, die funktioniert halt nur in speziellen Situationen. Wobei ich persönlich sitze halt die meiste Zeit auf dem Pferd. Also wäre das durchaus eine Karte für mich, ja. Zwischendurch könnte ich hier vielleicht sagen, dass mir aufgefallen ist, dass es deutlich mehr Tiere im Moment im Spiel gibt. Selbst in Lobbys mit 22 Spielern oder 24 Spielern laufen mir permanent Rehe über den Weg und nicht nur in einer Lobby, sondern in mehreren. Möglicherweise wurde hier also was von Rockstars Seite gemacht. Nun kommen wir hier zur in der Überzahlkarte. Du erleidest erheblich weniger Schaden für jedes Teammitglied, das sich in deiner Nähe befindet. Gilt für bis zu 3 Teammitglieder. Jetzt weiß ich bei dieser Karte eben nicht, ob sich der Effekt addiert, wenn man mehrere Teammitglieder, wenn mehrere Teammitglieder diese Karte ausgerüstet haben, ist aber an sich keine schlechte Sache. Allerdings müssen sich die Teammitglieder eben auch in der Nähe befinden. Ja? Also es gibt einige Karten, die haben halt so gewisse Einschränkungen. Wobei diese Karte sicherlich nicht schlecht ist. Dann die Karte nicht nochmal 3. Und diese Karte ist im Zusammenhang mit 3 anderen Karten so eine Art, also man kann mit dieser Karte und 3 anderen Karten so eine Art God-Mode-Set sich aufbauen. Dazu komme ich in einem anderen Video nochmal. Jeder Schuss, der dich trifft, verursacht viel weniger Schaden als der davor. Dieser Effekt endet, wenn du 10 Sekunden lang nicht getroffen wirst. Ja? Wenn man das geschickt mit anderen Karten kombiniert, dann kommt man tatsächlich fast in so eine Art Unsterblichkeit rein. Davon werde ich auf jeden Fall noch erzählen. Diese Karte ist sehr gut und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Von meiner Seite aus ist sie immer auch mein persönlicher Eindruck, den ich habe. Dann kommen wir jetzt zur der Karte Verbarrikadiert. Ja, und ihr müsst immer sehen, da steht immer 3 dahinter. Ja, es gibt ja von allen Karten immer 3 Stufen, die ihr dann kaufen müsst und durch EP, die ihr im Spiel bekommt, freischaltet quasi, ne, zum Kauf freischaltet. Und diese Karte funktioniert aber eben nur, wenn ihr in Deckung seid. Du erleidest wesentlich weniger Schaden, wenn du in Deckung bist. Ja, also auch sehr speziell und naja, also ich mag eher Karten, die so global funktionieren, also immer, ja, nicht nur, wenn irgendetwas ganz Spezielles gerade, wenn eine ganz spezielle Situation gegeben ist, weil davon habt ihr dann einfach nicht so viel. Und hier haben wir auch nochmal so eine äußerst spezielle Karte, die ich dann auch weniger sinnvoll finde, sicherlich für mich persönlich eine der sinnlosesten. Wenn du rennst, und zwar nur wenn du rennst, erleidest du wesentlich weniger Schaden durch Kugeln. Ja? Das heißt also, wenn ihr euch im Kampf befindet, ja, und weniger Schaden erleiden wollt durch euren Gegner, dann müsst ihr einfach anfangen zu rennen. Und wenn er euch dann trifft, dann erleidet ihr weniger Schaden. Also das ist wirklich eine super spezielle Karte und finde ich total sinnfrei. Ich wurde übrigens im letzten Video noch von Hardy angesprochen, einem ganz lieben Freund von mir, dass natürlich die Revolver-Heldenhaft-Karte nicht nur für Revolver gilt, sondern auch für Pistolen. Ja? Ich dachte, das wäre klar gewesen, aber er meint, ich soll das nochmal erwähnen. Habe ich hiermit getan. Vielen Dank nochmal an Hardy. Dann kommen wir hier zur Karte, ohne mit der Wimper zu zucken. Dein Deadeye und Adlerauge werden wesentlich langsamer verbraucht. Das ist natürlich eine ganz schöne Sache, wenn man sich jetzt auf Karten, auf Deadeye-Karten fokussiert, wo man dann sagt, okay, mir sind besondere Deadeye-Karten besonders wichtig.
Dann das zu kombinieren mit einer Karte, die dazu führt, dass man wesentlich weniger Deadeye und Adlerauge verbraucht, das ist natürlich sehr sinnvoll, ja. Also eine Karte, die in Kombination sicher eine tolle Sache sein kann mit anderen Karten. Dann kommen wir jetzt hier zu, nimm den Schmerz von mir. Nachdem du jemanden wiederbelebst, erleidest ihr 8 Sekunden lang wesentlich weniger Schaden. Okay, Leute, die Karte ist so mega speziell. Ja, nur wenn ihr gerade jemanden wiederbelebt, 8 Sekunden lang Schaden. Dafür müsst ihr erstmal jemanden haben, der da rumliegt und den ihr wiederbelebt. Überlegt mal, wie oft das passiert. Das ist doch ultra selten, ja. Also vergesst diese Karte. Es gibt wirklich Karten, die sind das Geld nicht wert. Und ich kann euch nur davon abraten, die zu kaufen. Und die gehört mit absoluter Sicherheit dazu. Finger weg, nicht kaufen. Dann kommen wir jetzt hier zum Schutzpanzer der Geborgenheit. Während du mit bloßen Händen oder einer Nahkampfwaffe kämpfst, erleidest du wesentlich weniger Schaden durch Kugeln. Okay, jetzt überlegen wir doch einfach mal, ne? Ihr rennt jetzt also unbewaffnet bzw. mit einem Messer bewaffnet auf euren Feind zu. Ich gehe jetzt davon aus, dass das ein anderer Spieler ist und dass wir uns in der Open Lobby befinden. Und der guckt jetzt in Ruhe zu, wie er auf ihn zurennt mit diesem Messer, ja, oder mit blanken Fäusten und lässt sich dann erstechen. Ja, das wird ja nicht der Fall sein. Also der wird euch ja vorher längst erschossen haben. Also auch eine sehr, sehr spezielle Waffe. Und jetzt kommen wir nochmal hier zu der Hutkarte. Niemals ohne. Dein Hut fängt einen Kopfschuss ab und fällt dann zu Boden. Während du einen Hut trägst, erleidest du weniger Schaden. Trägst du keinen Hut, erleidest du mehr Schaden. Also in Bezug auf den Schaden mag das noch eine gute Karte sein. Und früher war es auch mal so, dass ein Kopfschuss tatsächlich nicht sofort getötet hat. Ja, wir haben jetzt gestern allerdings mit der Sandra einen Test gefahren und da haben wir festgestellt, dass sowohl ein Navy-Revolver mit Express und auch Hochgeschwindigkeitsmunition, als auch ein Springfield-Gewehr, einmal mit Express und einmal Hochgeschwindigkeitsmunition, sofort tötet, wenn der Kopf getroffen wird, man die Hutkarte und einen Hut auf hat. Also ist die Karte anscheinend ziemlich genervt worden. Also wenn ihr da mehr zu wisst zu der Hutkarte, sagt mir Bescheid. Für mich scheint die im Moment relativ sinnlos zu sein. Okay, meine lieben Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich über neue Abonnenten und natürlich auch viele Likes und viele Klicks. Und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Ciao, ciao. Baum, baum.